So, willkommen zu einem kurzen, was heißt kurzen, zu einem Tutorial, wie man Minecraft starten kann und diesen Launcher hier überspringt. Wir werden dafür quasi einen eigenen Launcher programmieren, ohne einen Launcher. Also, wir werden innerhalb von Python ein Script machen, mit dem wir Minecraft starten können. Und wir werden das Ganze relativ einfach machen, denn ich mache gerade auf meinem Kanal noch ein Tutorial, wie man einen richtigen eigenen Minecraft-Launcher macht, und da hat sich jemand gewünscht, dass ich mal zeige, wie man ein Skript machen kann, welcher einfach den normalen Launcher überspringt und Minecraft direkt startet. Ja, das erste, was wir machen sollten, ist Python installieren. Download-Link dazu werde ich in die Videobeschreibung packen. Ihr geht einfach auf python.org und ladet euch da die neueste Python 3 Version runter. Die ist aktuell Python 3.4.3, glaube ich. Müsst ihr mal gucken auf der Seite. Werde ich jetzt nicht zeigen. Falls ihr ein genaueres Tutorial haben wollt, könnt ihr, wie gesagt, bei dem richtigen Tutorial schauen, wo ich zeige, wie ihr einen richtigen Minecraft-Launcher programmieren könnt. So, wenn wir das gemacht haben, benötigt ihr noch ein Skript, was ich in diesem Tutorial zeige, wie man das macht. Dazu werde ich den Link zu dem Video in die Videobeschreibung setzen. In der Videobeschreibung ist dann ein Link, ein Pastebin-Link, wo ich einfach mal den Code gepostet habe, damit ihr so wenig wie möglich hierfür machen müsst. Das macht ihr dann in den Python 3.4 Ordner in eurem C-Laufwerk. Bei mir ist es jetzt Python 3.3, weil ich Python 3.3 aktuell installiert habe. Also in lib-Ordner, in Side-Packages-Ordner darin. Und hier zieht ihr einfach das Script rein, welches einfach getAccessToken heißt. Das nennt ihr dann so, das ist eine PY-Datei, also eine Python-Datei, und die zieht ihr in diesen Side-Packages-Ordner. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr den normalen Minecraft-Launcher einmal starten und am besten noch einen Ordner für euren Launcher erstellen. Ich nenne den jetzt einfach mal Minecraft. Okay, ich nenne es einfach Minecraft. Und hier gehen wir jetzt mal rein und erstellen hier ein neues Textdokument bzw. eine neue BAT-Datei. Ihr solltet am besten Dateiendungen aktivieren in den Systemsteuerungen, damit ihr die Dateiendung von .txt in .bat ändern könnt. Hier direkt, falls ihr es nicht aktuell Dingens habt, könnt ihr mal auf Start gehen, dann in Systemsteuerungen, in den Ordneroptionen könnt ihr da so einen Haken wegmachen, wo dann steht, bei bekannten Dateitypen Endung weglassen oder so. Das macht ihr und dann nennt ihr das hier einfach Minecraft.bat oder so. Wichtig, dass es eine BAT-Datei ist. Und dann bearbeitet ihr diese Datei und schreibt hier rein @echo of und dann echo Prozent Sternchen. Und diese Datei speichert ihr. Und dann kopiert ihr euch den Dateipfad zu dieser Datei und innerhalb von Minecraft wählt ihr jetzt die Version aus, mit welcher ihr das hier starten wollt. Ihr müsst es dann für jede Version neu machen oder, wie gesagt, das andere Tutorial schauen. Da erkläre ich auch nochmal, wie ihr unterschiedliche Versionen direkt hier mit reinkriegt. Und hier bei Executable machen wir den Haken und fügen hier diesen Dateipfad ein. Machen dahinter einen Backslash und schreiben da einfach den Dateinamen von unserer Datei hin, also in unserem Fall jetzt Minecraft.bat. Dann klicken wir auf Save Profile und drücken einfach auf Play. Und jetzt müssen wir kurz warten. Ich hoffe, dass sich die Minecraft-Version schon runtergeladen hat, sonst dauert das was. Ne, okay, hat geklappt. Ne, hat nicht geklappt. Habe ich nicht auf Save Profile gedrückt oder was? Oh ja, das war natürlich sehr schlau. Wir starten den Minecraft-Launcher einfach direkt nochmal. Nämlich wollen wir den Launcher geöffnet lassen, während wir das machen. Also Edit Profile, nein, das wollte ich nicht. Hier neues Snapshot, Edit Profile, und dann machen wir hier bei Launcher Visibility den Haken und wählen hier Keep the Launcher Open. So, dann drücken wir nochmal auf Play und jetzt müsste das funktionieren. Müssen wir kurz warten. Und hier haben wir jetzt einen Command. Den markieren wir, oder den kopieren wir, indem wir hier in dieses Feld einen Rechtsklick machen und dann Copy All Text drücken. Und jetzt können wir dieses Profil wieder hier bei diesen beiden Fällen dann den Haken wegmachen, damit wir Minecraft wieder normal starten können über diesen Launcher.
Und in unserer BAT-Datei können wir jetzt einfach diesen neuen Code einfügen und abspeichern. Ich mache das nächste Mal mit Notepad, damit es was einfacher geht. Den normalen Launcher können wir jetzt erstmal schließen. Und wenn ich jetzt einen Doppelklick auf diese Datei mache, sehen wir, naja, es funktioniert nicht. Ich hätte den Launcher noch nicht schließen sollen, denn den benötigen wir jetzt nochmal. Und zwar gehen wir in den Punkt Minecraft-Ordner rein. Und hier gehen wir dann in den Versions-Ordner rein und in den Ordner von der Version, die wir spielen wollen. Und dann starten wir erstmal Minecraft auf dieser Version. So, also gehen wir hier in den Ordner und hier warten wir jetzt erstmal, bis Minecraft gestartet wurde. Und dann sehen wir hier, haben wir hier einen neuen Ordner, der heißt blablabla minus natives und dann irgendwelche Zahlen. Den kopieren wir uns einmal und fügen den hier noch einmal ein. Der wird nämlich gelöscht, sobald wir Minecraft wieder schließen. Und den neuen Ordner benennen wir jetzt einfach um in 1.8.1-pre4, das ist jetzt die aktuelle Version, die ich hier verwende, minus natives, ohne diese Zahlen da hinten dran, denn dieser Ordner wird jetzt nicht mehr gelöscht, aber der andere schon. Und müssten wir eigentlich hier sehen, der wird jetzt anscheinend nicht, doch, da ist er gelöscht. Und jetzt bearbeiten wir noch einmal die BAT-Datei hier. Und was wir jetzt machen, ist hier rechts einmal gucken. Hier haben wir einen Link zu dem Natives-Ordner und hier machen wir die Zahlen auch weg. Und jetzt müssen wir noch sagen, wie dieser Code hier ausgeführt werden soll und das führen wir mit Java aus. Also schreiben wir hier vorne dran Java und speichern das ab. Jetzt können wir mit einem Doppelklick auf diese Datei hier Minecraft starten. Dabei gibt es jetzt nur einen einzigen Nachteil und zwar, es kann sein, dass es jetzt sogar funktioniert hier. Nee, anscheinend nicht. Und zwar, wir können auf keinen einzigen Server verbinden. Ich kann ja hier mal versuchen. Eigentlich dürfte es nicht funktionieren. Funktioniert jetzt, weil ich noch einen aktuellen Access-Token und so in der Datei drin habe. Aber wenn ihr das jetzt einen Tag später verwenden würden wolltet, würde es nicht funktionieren. Außerdem habt ihr ja gesehen, haben wir da diese Konsole. Und wenn wir die wegkriegen wollen, da kommt jetzt Python ins Spiel. Dazu müssen wir nämlich auch etwas machen. Und zwar brauchen wir das hier jetzt nicht mehr als BAT-Datei, wir können das einfach zu einer Textdatei machen oder eine beliebige Dateiendung hinten dran machen. Wir können es auch einfach als BAT-Datei lassen. Ich lasse es jetzt mal als BAT-Datei und dann erstellen wir in diesem Ordner ein neues Python-Skript. Python werde ich jetzt nicht so genau erklären, weil das einfach zu lange dauern würde. Ich erkläre halt nur, was ich jetzt mache und dieses nennen wir einfach Python Minecraft.py oder irgendein Name.py. Wichtig ist, dass wir hier hinten .py dran haben. So, dann bearbeiten wir das mit idle, rechtsklick drauf und edit with idle. Idle wird mit installiert, sobald wir Python installieren. Und das erste, was wir jetzt machen, ist das Script importieren, welches wir in unseren Side Packages Ordner getan haben. Und dazu schreiben wir einfach import get access. Ja, ich kann nicht mehr schreiben. Token. Und mit diesem Script können wir halt jetzt einfach den Access-Token, welcher halt nach einiger Zeit resettet wird, neu generieren lassen, sodass wir auch auf Server drauf können innerhalb von Minecraft. Und zwar müssen wir dazu einige Sachen einmal abfragen lassen. Und dazu benötigen wir einmal den Benutzernamen des Users und das Passwort des Users. Und da wir das nicht immer eingeben wollen, wenn wir diese Datei starten wollen, weil wir den Launcher überspringen wollen, erstellen wir einfach hier ein neues Textdokument, welches wir einfach daten.txt nennen oder so. Wir könnten das jetzt verschlüsseln, was da drin steht. Das ist jetzt aber auch egal. Darum pausiere ich hier kurz die Aufnahme, beziehungsweise schneide gleich raus, was ich jetzt machen werde, und schreibe in diese Datei einfach mal nach folgendem Format meinen Benutzername und mein Passwort rein. Und zwar schreibe ich hier einfach in die erste Zeile meinen Benutzername und dann mache ich hier ein Enter und schreibe hier dann mein Passwort. Genau, und das mache ich gleich. Also gleich sehen wir uns wieder und dann habe ich das hier reingeschrieben. Also bis gleich. So, und wenn wir jetzt die Daten in diese Datei hier einmal reingeschrieben haben, dann können wir innerhalb von Python jetzt diese Datei einmal öffnen und die Daten daraus lesen. Das machen wir, indem wir das Ganze in eine Variable speichern, also schreiben wir einen beliebigen Variablenamen. Ich nehme jetzt einfach File, das nehme ich eigentlich immer, wenn ich eine Datei lese, und schreiben wir Open, Klammer auf,
Und wie wir hier jetzt schon sehen, müssen wir jetzt hier einen Dateinamen hinschreiben, um diese Datei einfach zu öffnen. Der Mode steht standardmäßig auf R, das steht für Read, und den können wir beibehalten, weil wir aus der Datei ja lesen wollen. Also schreiben wir hier einfach mal daten.txt. Und ja, jetzt können wir hier unten noch schreiben file.close, damit die Datei wieder geschlossen wird. Was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist, wir haben ja jetzt in zwei Zeilen den Benutzername und das Passwort, beziehungsweise die E-Mail-Adresse und das Passwort geschrieben, falls wir das Ganze als Mojang-Account haben. Und das wollen wir jetzt einmal in zwei Variablen haben. Und um das aufzuteilen, muss man wissen, dass eine neue Zeile in einem Textdokument immer ein Backslash und ein N ist. Und darum teilen wir jetzt unsere Datei überall, wo ein Backslash und ein N ist, und das machen wir jetzt einfach, indem wir hier eine neue Variable festlegen, zum Beispiel Daten, und das ist gleich file.read und dann Klammer auf, Klammer zu. Damit wird das gelesen und das wollen wir jetzt teilen, also Punkt, Split, Klammer auf und jetzt in Anführungszeichen, was wir teilen wollen, und zwar ist das jetzt Backslash N und hier auch wieder die Klammern drumherum. Und jetzt haben wir in die Daten in einer Liste Benutzername und Passwort reingespeichert. Als das nächste, was wir machen, ist den Access-Token, die UUID und den Username des Spielers in eine Variable speichern, beziehungsweise in drei Variablen. Und zwar haben wir da als erstes mal die Variable Access-Token, dann die Variable UUID und den Namen, die Variable Username. Und die wollen wir einfach, wenn wir das so schreiben, wie ich es hier gemacht habe, können wir hinter einfach schreiben getAccessToken, Klammer auf, und hier können wir jetzt einmal den Username, also Daten, und davon wollen wir das erste Argument, das ist unser Username, also schreiben wir ein 0 für den 0. Index, und dann das Passwort, das ist Daten, und 1 für den ersten Index. Und wenn wir das jetzt haben, werden diese ganzen Daten da reingespeichert, falls wir eine Internetverbindung haben. Falls nicht, bekommen wir einen Fehler, wie wir den wegkriegen, beziehungsweise eine tolle Nachricht anzeigen, Benutzername, Passwort falsch oder du hast kein Internet, werde ich nicht zeigen. Werde ich, wie gesagt, in dem anderen Tutorial zeigen, weil das hier eigentlich nicht so lange gehen sollte. Und wir sind jetzt schon bei einiger Zeit. Also werde ich das jetzt relativ schnell erklären. Das nächste, was wir machen, ist unsere Minecraft.bat-Datei noch einmal öffnen. Und zwar haben wir hier einige Dinge, welche weg müssen, beziehungsweise verändert werden müssen. Zum Beispiel haben wir hier den Access-Token. Diesen wollen wir verändern mit dem aktuellen Access-Token. Also schreiben wir hier in eckigen Klammern Access-Token hin. Bei dem Twitch-Access-Token können wir irgendwas hinschreiben. 1, 2, 3, 4 zum Beispiel, der ist eh egal. Dann bei der UUID schreiben wir in eckigen Klammern UUID hin. Bei dem Asset Index, den lassen wir so wie er ist. Den Rest können wir auch so lassen. Version können wir so lassen. Und den Username schreiben wir noch einmal in eckigen Klammern Username hin. Und eigentlich müssten wir jetzt noch, wir sehen hier sind ganz viele Dateipfade und hier steht immer der aktuelle Benutzername. Falls wir dieses Programm jetzt an jemand anderen weitergehen wollten, müssten wir jetzt noch irgendwas im Script einbauen, dass dieser Username hier replaced wird mit dem Computer-Username. Werden wir nicht machen, weil wir dieses Programm erstmal nur für uns selber verwenden wollen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, wie immer, schaut bei dem richtigen Launcher-Tutorial vorbei. So, was wir jetzt innerhalb von Python machen werden, ist diese Datei hier auch einmal öffnen. Also schreiben wir hier wieder File, gleich, Open. Und jetzt wollen wir die Minecraft.bat-Datei öffnen. Und diese Datei wollen wir lesen. Also der Command für den Start-Command ist halt File.read. Und danach können wir diese Datei wieder schließen mit file.close. Immer hier die Klammern nicht vergessen, damit auch alles funktioniert. So, als nächstes haben wir hier einfach diesen Command. Und jetzt wollen wir, wie gesagt, die UUID, den Access-Token und den Username mit diesen drei Variablen ersetzen. Also schreiben wir Command gleich Command Punkt replace und jetzt hier in diese Klammern immer das, was replaced werden soll. Und zwar haben wir in eckigen Klammern zum Beispiel den Access-Token und diesen wollen wir mit dem
mit der Variable Access Token replacen. Dadurch wird der Access Token schon mal replaced. Diese Zelle können wir uns jetzt kopieren und darunter dreimal einfügen, weil wir das Ganze ja noch für die UUID haben wollen und für den Username. So, und das Ganze machen wir hier auch noch einmal. UUID und der Username. So, und wenn wir das haben, importieren wir ein neues Modul, und zwar das Modul OS. Hiermit können wir nämlich jetzt diesen Command ausführen. Und zwar schreiben wir dazu os.system, falls wir die Konsole angezeigt haben wollen, oder das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich pausiere hier kurz die Aufnahme. Ich muss überlegen, was ich dahinter schreiben muss, um einen Command ohne Konsole auszuführen. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Genau, und ich hab's wieder, und zwar ist es os.popen. Damit können wir einen Command öffnen ohne die Konsole. Und das ist, der Command. Also machen wir dahinter eine Klammer auf, schreiben da Command hin und schließen die Klammer wieder. So, das nächste, was wir jetzt machen können, ist einfach mal F5 drücken innerhalb dieses Scripts, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Und wir sehen hier jetzt, dass wir einen Fehler haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo dieser Fehler liegt. Module Object is not callable. Ich gucke mir mal das Script an und gucke, ob ich den Fehler finde. Wir sehen uns wieder gleich wieder. Bis gleich. Ja, ist klar. Und zwar, getAccessToken ist der Name des Moduls und darin haben wir eine Definition, die heißt getToken. Also jetzt müsste das Script funktionieren. Also getAccessToken, .getToken, Klammer auf und dann die Daten 0 und Daten 1. Führen wir das Programm noch einmal aus. Und jetzt müsste Minecraft eigentlich gestartet werden. Genau, hier haben wir Minecraft. Und wir können hiermit jetzt auch auf jeden beliebigen Server draufgehen. Wie wir sehen, ich bin hier auf dem Hypixel-Server. Und ja, das hat funktioniert. Ein Problem, was wir jetzt noch haben, ist, wenn wir dieses Python-Script einfach mit einem Doppelklick ausführen, haben wir hier die Konsole. Und ja, innerhalb dieser Konsole bleibt halt geöffnet, solange Minecraft geöffnet ist, bis wir das hier schließen oder die Konsole schließen, um Minecraft zu beenden. Um diese Konsole wegzukriegen, benennen wir einfach diese Datei um und machen die Endung von .py in .pyw. Und dadurch ist die Konsole weg. Und wir sehen, wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, startet sich Minecraft ohne irgendwelche Probleme. Wir sind automatisch im Premium-Modus, können auf jeden beliebigen Server drauf, es sei denn, wir sind nicht whitelisted oder gebannt. Und alles funktioniert wunderbar mit der Version, die wir eingestellt haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt ja weitere Vorschläge für irgendwelche Tutorials in die Kommentare schreiben. Dieses Tutorial dauert jetzt 20 Minuten. Falls es zu lang ist, ich denke nicht, werde ich das vielleicht in zwei Parts teilen. Aber ich guck mal, dass ich das irgendwie so hinkriege, dass ich das in einem Part hochgeladen kriege, denn mein Internet ist extrem langsam, wie einige von euch wissen. Und naja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin und tschüss.